Hallo ihr Lieben da draußen! Heute begrüße ich euch zu einem ganz tollen Video, das ja eine Herzensangelegenheit sozusagen von mir ist. Der eine oder andere hat bestimmt mitbekommen, dass ich am letzten Samstag, dem 21.06. in Essen war, zu einem kleinen YouTuber-Treffen, das die Dani und die Sandra veranstaltet haben. Und natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, da hinzufahren. Gerade ja, weil Sandra normalerweise auf Hawaii wohnt und die Gelegenheit, sie zu treffen, somit ziemlich einmalig war. Und ich war sehr froh, dass ich an dem Tag ausnahmsweise mal nicht arbeiten musste. Das ist ja bei mir eine Seltenheit, dass ich am Wochenende keine Dienste habe. Und habe mich somit umso mehr gefreut, dass ich da hinfahren kann. Und habe außerdem auch noch Kellertreppchen, Belle Allure und Miss Fabulous kennengelernt, einige Instagram-Mädels und einige Zuschauerinnen. Ich fand es total schön. Ich hatte einen wundervollen Tag mit ganz, ganz lieben, netten Mädels. Es war so toll, mal in einer Runde mit Mädels zu sein, die ähnliche Interessen haben, sich auszutauschen und ja, sich einfach mal live und in Natura kennenzulernen und nicht nur über Chat oder Nachricht miteinander zu tun zu haben. Ich habe die Kamera ein bisschen dabei mitgenommen. Das war ja jetzt sozusagen dann mein erstes Follow Me Around. Ich habe es genannt Desmodea in freier Wildbahn. Ich fand den Titel irgendwie ganz cool. Und wie ihr wisst, ich mache sowas nicht wirklich. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß nicht, ob ihr es besonders spannend findet oder gut. Aber für mich war es einfach ganz klar, dass ich mitfilmen werde. Einfach auch, um diesen Tag festzuhalten und ein Erinnerungsstück für mich zu haben. Und ja, dann möchte ich euch jetzt gerne den Ausschnitt zeigen oder die Videosequenzen zeigen, die ich gedreht habe und im Anschluss ein paar Fotos. Und dann sehen wir uns danach nochmal kurz wieder. Viel Spaß! Hallo meine Lieben! Heute gibt es mich doch tatsächlich mal in freier Wildbahn. Und zwar bin ich auf dem Weg zum Treffen in Essen. Ich ich stehe jetzt hier gerade in Deutz am Bahnhof und warte auf meinen Zug. Der kommt aber erst in ungefähr einer Viertelstunde. Ich bin ein bisschen früh dran, aber ich dachte mir, besser zu früh als zu spät. Und einen Moment, ich kann euch mal den Zug zeigen. Das ist mein Zug nach Paderborn, mit dem werde ich jetzt gleich fahren. Ja, und wie der ein oder andere bestimmt schon mitbekommen hat, werde ich mich jetzt erstmal dann in Essen am Bahnhof mit der Romina treffen. Dann werden wir zusammen von da aus dann zum Treffpunkt fahren. Ich hoffe, wir finden das, weil ich glaube, wir kennen uns beide in Essen nicht aus. Und das wäre jetzt etwas peinlich, wenn wir zwei das nicht finden und dann da als die letzten Tröten irgendwie auftauchen. Ja, ich kann euch ja mal ein bisschen hier so den Bahnhof zeigen. Nichts Spektakuläres. Ui, da hinten seht ihr ganz klein. Ja, den Fernsehturm. Ja, das war's schon. Genau. Den Dom kann man leider von hier aus nicht sehen. Sonst hätte ich euch den auch gezeigt. Jetzt tränt mein Auge. Das fängt ja gut an. Alles verläuft hier. Mein Jott noch. Ach nee, nachher fallen die alle dann noch in Ohnmacht vor Schreck, weil ich dann irgendwann aussehe wie so ein Emo oder wie die Tuse von The Ring. Ach Gott. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt und freue mich auf jeden Fall alle da zu treffen und gucke, dass ich doch das ein oder andere mitfilme und euch dadurch ein bisschen mit dabei habe. Bis später dann. Thank you.
in Essen angekommen. Hier war ich noch nie. Eigentlich voll die schöne Stadt und wir haben echt das beste Wetter, was man für so ein Treffen haben kann. Die Romina ist leider noch nicht da. Die hatte irgendwie ein Problem mit ihrem Zug und ist jetzt aber auf dem Weg. Und ich hoffe, dass sie im Moment ankommt und wir dann losstiefeln können. Gut, dass man immer sein Handy dabei hat, ne? Da habe ich schon mal den Routenplaner angeschmissen. Und dann geht es jetzt gleich los Richtung Treffen. Habe ich früher auch geguckt. Ach so, ich schaue auf deine Hülle. Die sind schon viel, viel schneller als du. Ne? Die sitzen nachts am Computer. Ja, das ist der Wecker. Genau. Ja. Hallo. Und hier sind die Romina und ich. Wir haben uns doch noch gefunden. Ich hatte ja kurz erzählt, dass du ein paar Schwierigkeiten hattest mit deinem Zug. Aber wir haben uns doch noch gefunden und sind jetzt gut angekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal den Rest der Meute. So, hier, genau. Alle gut gelaunt, wie ihr seht. Juhu. Super Wetter, da kann man doch eigentlich auch nur gut gelaunt sein. Hallo! Ja, die Romy springt hier ins Bild. Ja, ja. So. So, ich glaube, wir sind auf dem Weg in diesen riesigen 6 Etagen Primark mit dieser wilden Meute Mädels. Ja, dann bin ich ja mal gespannt auf unsere Ausbeute, nicht wahr? Ja, Sailor Moon! Guckt mal, da sitzen die Mädels. Alle erschöpft vom Shoppen. Hallo! Genau. Wir waren nämlich gerade da drinnen bei Kiko. Und wir haben mal wieder richtig zugeschlagen. Zu meiner Schande. Aber, ne, das machst du ja nicht jeden Tag. Musste jetzt mal sein. Kommt auf jeden Fall dann ein Haul, was wir uns so alles zugelegt haben. Das ist mein Maskottchen für heute. Ja. Ist hier irgend so eine Galerie, Einkaufszentrum, whatever. Limbecker Platz. Okay, Limbecker Platz. Ja. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ihr mich erkennen könnt. Wenn nicht, tut es mir sehr leid für die schlechten Lichtverhältnisse. Wir haben jetzt ungefähr 10:30. Wir haben jetzt gerade noch in einem Café was lecker gegessen, getrunken und nebenbei das Spiel geschaut. Hört ihr bestimmt noch im Hintergrund, es läuft jetzt noch. Aktuell steht es jetzt hier gerade 2:2. Ich hoffe, wir rocken das Ding noch und laufe jetzt zurück zum Essener Bahnhof, weil ich ja noch zurückfahren muss nach Köln. Und das wird mir sonst alles zu spät. Es war ein wunderschöner Tag und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem kleinen Video. In Essen.
ganz schöner Haufen Mädels, nicht wahr? Und ja, jeder einzelne von euch war super, super lieb. Wir haben uns total gut verstanden und ich, ja, ich wiederhole mich. Aber ich bin so froh, diesen Tag erlebt zu haben. Und ich habe so viele neue, nette Menschen kennengelernt und finde es auch total toll, dass dieser Kontakt und dieses Interesse füreinander auch über dieses Treffen hinaus bestehen bleibt. Und ja, ich danke euch einfach nochmal an dieser Stelle, wenn ihr vielleicht dabei wart und gerade das Video seht, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir uns unterhalten konnten, mal gesehen haben und würde mich freuen, wenn man das nochmal wiederholen könnte. Ich wäre auf jeden Fall mit dabei. Sagt mir einfach Bescheid, wenn mal wieder sowas in der Mache ist. Wenn es mir möglich ist, von der Arbeit her zu kommen, werde ich auf jeden Fall mit dabei sein. Ja, und dann habt ihr ja auch mitbekommen, dass wir natürlich auch fleißig shoppen waren. Wie kann das auch anders sein mit Fashion-Beauty-verrückten Mädels? Alle auf einen Haufen in einer großen Stadt wie Essen mit diversen Geschäften, dass wir nicht shoppen gehen. Das wäre ja total abstrus gewesen. Natürlich waren wir auch ein bisschen einkaufen und ich würde euch jetzt gerne im Anschluss noch zeigen, was ich gekauft habe. Also, als allererstes waren wir beim Primark. Habt ihr ja auch gesehen in dem Video. Und da habe ich mir zunächst einmal... Ja, ich habe gerade eine Spange an. Einen Moment. So, diesen tollen Hut gekauft. Ich weiß, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht trage ich ihn auch lieber so. Ja, mit diesem... So. Irgendwie so halt. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht auch so ein bisschen. Oho. Also, ich habe mir jedenfalls diesen Hut gekauft. Und zwar habe ich mir nämlich gedacht, jetzt ist der Sommer da und so eine Cappy sieht zwar für so ein Tanzvideo, das ich gemacht habe, ganz cool aus, aber naja, so am Strand und in der Stadt, da ich ja auch gerade sehr gerne Kleider trage, dachte ich mir, sieht da so ein Hut einfach irgendwie definitiv besser aus. Ja, ich muss noch ein bisschen rumexperimentieren, wie ich den trage. Irgendwie werde ich ihn schon hinkriegen. Genau, habe ich mir diesen Hut gekauft. Ich bin natürlich mit Kassenzettel bewaffnet. Und der Hut hat gekostet... Ich glaube... 5 Euro. Ja, 5 Euro hat der Hut gekostet. Und ich finde ihn sehr schön. Er hat halt so ein gestreiftes Muster mit dunkelblau und weiß. Genau, so ein bisschen auch marinemäßig. Ich finde das total schön. Freue ich mich darauf, ihn jetzt tragen zu können demnächst. So, ich lasse mal jetzt einfach die Rohr mal auf, ne? Gut, als nächstes habe ich mir so ein Duttkissen gekauft. Das hatte ich nämlich auch noch nicht und ich trage sehr gerne Dutt. Aber ich habe halt leider sehr dünnes, feines Haar und... da sieht der Dutt immer nur so aus wie so ein kleiner Knoten. Nicht so besonders schön. Also habe ich mir das Duttkissen mitgenommen. Das hat 1,50 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch geholt einige kleine dünne Armbänder. Und zwar einmal dieses Set hier. Hier oben ist ein Herzchen dran. Hier ist eine kleine Eule, Perlen, ein bisschen was Geflochtenes. Eben jetzt hier in Gold, Rot und Blautönen. Für 2,50, wie ihr da oben seht. Als nächstes Set habe ich mir dieses hier gekauft. Das ist auch in Gold. Hier mit einer Rose. Hier steht Love mit einem Herzchen. Und das sind halt hier so hellblau, Rosé, beziehungsweise so... Pfirsichfarben und Weiß. Auch für 2,50. Und dann noch einmal dieses Set. Auch in Gold. Hier ist auch ein Herzchenanhänger, eine Schleife. Hier haben wir noch eine Schleife, eine Schwalbe. Und auch ebenso wieder Pärchen. In Rosa, in Gelb, Schwarz. Ja, und die sind total süß, finde ich.
Die kann man eigentlich zu allem kombinieren. Die haben, wie ihr gesehen habt, jeweils 2,50 gekostet, ne? Dann habe ich mir ein paar Fingerringe gekauft. Solche hatte ich nämlich noch nicht und fand die irgendwie bei anderen immer total schön und wollte jetzt auch mal welche haben. Und zwar ist das hier dieses Set für 2 Euro. Einmal in Gold mit so einem Pfeil. Dann einmal hier mit so einem etwas höheren Ring mit einem Stein. Ein Herzchen und ein ganz normaler goldener Ring. Und das Ganze auch noch in Silber, ein bisschen anders allerdings. Hier sind so, hier ist das Metall so ein bisschen wie gebürstet, wenn man das erkennen kann. Dann ist das hier so ein Ring, der so überschlagen ist. Dann haben wir hier so wie so 2 Nieten. Und einmal noch so ein Dreieck. Ja, fand ich auch cool. 2 Euro jeweils, ne? Dann habe ich mir noch geholt bei Primark ein Blütenhaarband, was ich total süß fand. Und zwar dieses. Und ich finde, das harmoniert total gut irgendwie mit meiner Haarfarbe. Und klar, es ist das ein bisschen auffällig, aber ich finde es so schön. Und an Weihnachten sage ich schon. Genau, guten Morgen, Desiree, Weihnachten. An Karneval könnte ich zum Beispiel als Dornröschen gehen oder mit meiner Freundin zusammen als Schneeweißchen und Rosenrot. Ich weiß nicht, also mir fällt da bestimmt was ein. Mir hat es jedenfalls super gut gefallen. Es war ein bisschen teurer. Das Band hat 4,50 Euro gekostet, aber ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Ihr wisst, ich stehe sowieso auf Rosen und... Ach nee, es ging leider nicht anders. Das war alles. Und als nächstes waren wir bei Kiko. Da habe ich mir auch ein bisschen was gekauft. Ich habe mich zurückgehalten. Ich hätte sicherlich noch viel mehr kaufen können. Aber ja, ich habe mich zurückgehalten. Zum einen habe ich mitgenommen diesen Topcoat. Ich hoffe, das kann man erkennen. Der beinhaltet so Stäbchenflitter. Und zwar in Gold, also in Gelbgold und in Rose Gold, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, Silber ist nicht dabei. Nee, Rose Gold und normales Gold in Stäbchenform halt. Ich werde euch jetzt einfach mal kurz auf meine Hand... das auftragen. Man könnte das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, so kann man es gut erkennen, genau. So Stäbchen sind das. Und das stelle ich mir total schön vor. Über Schwarz, über Weiß, über Brauntönen, vielleicht sogar über Rosé, weil ja da auch Rose Gold drauf ist. Also... den kann man sicherlich vielseitig einsetzen. Und der war auch nicht so teuer. Der war nämlich im Angebot. Der hat nur 2,90 Euro gekostet. So, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Teil von Kiko. Und zwar ist es dieses Blush hier. Aus dieser Rio LE. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Steht das hier mit drauf? Nee, ich glaube leider nicht. Also aus dieser aktuellen Rio LE ist es jedenfalls. Das ist die 010 Ipanema Peach. Kann man das erkennen? Ich hoffe. Nicht 010, 01. Was rede ich denn da? Ipanema Peach. Ja. Und dass ich den gekauft habe, das ist die Jana Schuld von dem Kanal Kellertreppchen. Sie hatte den nämlich geswatcht. Und ich habe dann nur ihre Hand gesehen. Und sagte dann gleich, boah, was hast du denn da? Das sieht ja geil aus, ne? Und dann sagte sie, ja, das ist das und das. Und dann habe ich das gesehen, habe es auch aufgetragen und dachte mir, Mensch, der sieht genauso aus oder jedenfalls sehr ähnlich dem Blush aus der Catch the Glow LE von P2. Dieser Peach Beauty, glaube ich, hieß der.
Und den habe ich leider nicht bekommen. Ich war jetzt echt schon in ungelogen 10 DMs und nirgendwo habe ich ihn mehr bekommen. Und ja, der ist eben so ähnlich, würde ich mal sagen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, den entdeckt zu haben und habe den gleich mitgenommen. Und zwar sieht er so aus, das ist die Verpackung. So, schon mal sehr schön. Und so sieht er dann von innen aus. Also oben hat er einen Spiegel. Eine Seite ist so bräunlich und die andere Seite ist mit Schimmer. Ne? Seht ihr? Und dann swatche ich euch mal beide Seiten. So. Das eine ist diese schimmrige Seite. Seht ihr, das sieht auch so ein bisschen aus wie Nas Orgasm, oder? Also ich habe den nicht, aber ich sehe immer Swatches und irgendwie ist der relativ ähnlich. Und das hier ist halt eben diese braune Seite und ich denke, das kann man sehr gut als Bronzer oder wenn man sehr vorsichtig ist zum Konturieren benutzen. Und der riecht total stark nach Vanille, also wirklich wie diese Astor Lip Butters riecht der. Sehr stark. Ist vielleicht nicht für jeden was. Ich finde es okay. Also ich denke mal, auf den Wangen riecht man es dann eh nicht mehr. Und von dem her, ne, ist das schon in Ordnung. Der Blush hat gekostet 13,90 Euro. Ja, und zum guten Schluss war ich noch im DM mit den Mädels zusammen. Und da habe ich auch nicht viele Sachen mitgenommen, nur 3 Stück. Weil ihr habt ja bestimmt in meinem letzten Kaufrausch-Video gesehen, ich war in der letzten Zeit schon einiges shoppen und da brauchte ich auch nicht wirklich was. Die aktuellen LEs, die noch da waren, entweder hatte ich die Sachen schon oder ja, es sprach mich nicht an. Deswegen habe ich nicht viel mitgenommen. Einmal diese Nagellack-Entferner-Tücher acetonfrei. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mir die in mein SOS-Täschchen packe. Zumindest 1 oder 2 Stück, weil ich hatte nämlich auch auf dem Treffen das Problem, dass mein Nagellack abgesplittert ist, obwohl ich ihn erst am Abend vorher aufgetragen habe. Also ich weiß auch nicht, obwohl ich einen Basecoat benutze und einen Topcoat, halten bei mir Nagellacke wirklich allerhöchstens so 2 Tage, weil dann splittert alles ab und dann sieht es nicht mehr schön aus, dann muss ich wieder neu lackieren. Das ist wirklich sehr ärgerlich bei mir, aber das ist irgendwie bei meinen Nägeln so. Habt ihr ein ähnliches Problem und vielleicht irgendeinen Top- oder Basecoat gefunden, der euch da Abhilfe verschafft hat? Ich weiß nicht, ich habe auch mal überlegt, ob ich dieses Gel Nails at Home Set von Essence mal ausprobieren soll, weil ins Nagelstudio zu gehen ständig... Ja, das ist nicht so mein Fall. Erstens ist es für mich sehr teuer und zweitens hatte ich schon mal Kunstnägel und ich musste trotzdem ungefähr alle 2 Wochen hin, weil ich Liftings an der Seite hatte und die so schnell bei mir rausgewachsen sind, dass ich da wirklich sehr viel Geld reingesteckt habe. Hat das schon mal jemand ausprobiert, dieses Gel Nails at Home Set? Vielleicht wäre das ja was, das mein Nagellack länger hält. Naja, schreibt mir mal. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Jedenfalls habe ich mir die reingepackt, dass ich einfach, wenn ich unterwegs bin und keine Zeit mehr hatte abzulackieren oder dann eben im Laufe des Tages mein Nagellack einfach unmöglich aussieht, dass ich was dabei habe, um einfach schnell abzulackieren. Die haben 95 Cent gekostet und es sind 10 Tücher drin. Dann habe ich mir mitgenommen etwas, das ich schon sehr lange haben möchte und an diesem Tag habe ich es mir dann einfach endlich mal gegönnt. Und zwar ist es das Color Tattoo in der Farbe Permanent Taupe. Da seht ihr es, so ein Taubton. Den wollte ich, wie gesagt, schon sehr lange haben und habe mich immer zurückgehalten. Aber an dem Tag habe ich mir gedacht, komm, jetzt gönnst du ihn dir und nimmst ihn einfach mal mit. Der hat gekostet 6,45 €. Und dann zum guten Schluss noch ein Nagellack, weil ich ja in den letzten 3 Wochen noch nicht genug Nagellacke gekauft habe. Und zwar ist das hier aus der Match It LE von P2, dieser weiße Nagellack. Ich habe von, wie heißt denn sie? Ich blende euch den Namen mal ein, ich kriege ihn gerade auswendig nicht auf die Reihe. Von ihr habe ich ein Video gesehen, einen Quick-Tipp, dass sie eben diesen Nagellack empfiehlt, wenn jemand schon lange auf der Suche ist nach einem guten und günstigen weißen deckenden Nagellack.
Ich liebe Olga ja auch schon sehr lange mit dem Essie Blanc, aber ja, der kostet auch wieder 8 Euro und da kam mir dieses Video mit ihrem Quick-Tip super gelegen. Und bei mir in den DMs gibt es den nämlich nicht mehr und dort gab es ihn, also musste er direkt mit ins Körbchen. Der hat gekostet 1,95 Euro. Ja, das war meine Ausbeute von dem Tag in Essen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, dass das bei einigen Leuten sehr beliebt ist, solche Follow-Me-Arounds, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Leben ist normalerweise sonst relativ langweilig und deswegen werde ich wahrscheinlich euch nicht so häufig damit dienen können. Aber ich hoffe, ihr habt euch über dieses Video sehr gefreut und ja, konntet einfach dadurch einen Eindruck bekommen, wie das Treffen ablief und ja, könnt vielleicht deswegen auch so ein bisschen verstehen, warum ich strahle wie so ein Honigkuchenpferd und einfach total glücklich bin, da gewesen zu sein. Ja, gut. Dann freue ich mich, dass ich das mit euch teilen konnte. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!